Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist nicht nur ein äußerst liebenswerter Kollege und äußerst erfolgreicher Moderator. Ich sage nur clever, die Show, die Wissenschaft bei unseren lieben Freunden von Sat.1, sondern er ist auch ein Extremsportler und Buchautor. Das ist ein aktuelles Buch, Bekenntnisse eines Nachtsportlers. Herzlich willkommen, Wigald Boning! Ich habe in deinem Buch geschmökert. Ja. Und mir hat die Stelle besonders gut gefallen, wie du drauf gekommen bist, selber massiv, intensiv Sport zu treiben. Du sahst Heike Drechsler bei einer Medaillenverleihung. Ach richtig, Olympiade Sydney 2000. Ja? Genau. Das war so ein wichtiger Auslöser. Am Abend vorher war ich bei der Viva Kometverleihung auf dem Expo-Gelände in Hannover. Gibt es überhaupt noch das Expo-Gelände? Ja, natürlich. Wie dem auch sei. Am nächsten Tag, Heike Drechsler kriegte Gold und ich saß da so leicht verkatert, schaute in den Fernseher hinein und dachte mir, die ist ja ähnlich alt wie ich. Ja. Dann ist man ja offenbar in diesem Alter noch zu besonderen, spektakulären körperlichen Prozessen fähig. Und die nahm ich mir dann vor zu forcieren. Und das hat sich verselbstständigt. Womit hast du da angefangen? Mit welcher Sportart? Jogging. Einmal ums Müllwerk bei meinen Eltern. In Wirklich? So fing das an? Mhm. Also Joschka Fischer-artig. Einfach loslaufen. Ja. Ohne genau. Vorbereitung? Wie soll man sich da... Ja, Laufschuhe habe ich mir gekauft. Das schon. Ja, aber nicht so langsam ranarbeiten. Was war so die erste Distanz? 1 Kilometer? 3 Kilometer oder sowas. Ja. Und dann wurde das extrem. Das beschreibst du auch in dem Buch. Du bist Suchtmensch. Wenn du was machst, exzessiv. Ja, genau. Und bei mir kam nur noch dazu, dass ich seit vielen Jahren unter Schlaflosigkeit leide. Also, was heißt leide? Ich liege halt nachts um 3 Uhr wach und kann nicht einschlafen. Wann gehst du dann ins Bett, wenn du um 3 Uhr wach wirst? Oder so um 9. Ja. Also ja, heute Journal kriege ich manchmal den Anfang noch mit und dann bin ich aber sofort weg. Und früher habe ich mich darüber geärgert und wusste nicht, was ich mit diesen Schlaflosigkeitszeiten anfangen soll, bis ich dann dahinter kam, dass das natürlich eine besonders familienfreundliche Methode ist, seine Ausdauer zu trainieren, wenn man dann aufs Rad steigt und durch die Gegend fährt. Und das gab mir dann die Gelegenheit, ungeahnte Randbereiche der Leibesertüchtigung zu erklimmen. Das heißt, du treibst nachts Sport? Ja. Aber nicht jede Nacht. Ich schlafe auch ab und zu. Also die darauffolgende Nacht, die schlafe ich dann besonders gut. Weil du dann noch ein bisschen müde bist vom Sport am Vorabend. So ist es, ja. Ja. Aber das heißt, ist es denn da hell genug, um lange Rad? Nee, es ist sehr dunkel nachts. Ja? Ich habe eine Stirnlampe und man kann ja auch Fahrradbeleuchtung gibt es auch. Ja. Und das reicht aus in zu dunklen Nächten? Ja, das reicht. Aha. Gut, eine andere Aktion, die du gemacht hast, du bist auf dem direkten Weg nach Italien gewandert, vom Allgäu aus. Ja, mit Freunden zusammen. Ich wohne ja seit 10 Jahren im Allgäu und ist auch durchaus eine Sozialisierungsmaßnahme meinerseits gewesen, dort Leute kennenzulernen. Und wieso? Warum? Ja, nun. Ist es schwierig? Schwierig ich für mich sehr am Anfang. Ich habe gute Freunde mich, im Allgäu. Ja, also, ja. Du bist ja auch landsmannschaftlich. Neu-Ulm geboren, ist nicht so weit weg. Ja, genau. Ich bin ja eigentlich aber aus dem Oldenburgischen und für mich war das am Anfang durchaus ein Kulturschock. Also andere Leute sind nach Mallorca gezogen, ich ins Allgäu. Das war dann vielleicht so ähnlich. Und mittlerweile habe ich aber sehr, sehr gute Freunde gefunden, mit denen ich Dinge unternehmen kann, bei denen es auch um Kommunikation nicht so sehr geht. Zum Beispiel gemeinsam die Alpen überqueren. Es war eine sehr schöne Idee, einfach die kürzeste Strecke sich auf der Straßenkarte raussuchen zwischen Deutschland und Italien, Lineal drauflegen und dann versuchen, möglichst nah an dieser Lineallinie nach Italien zu kommen. Das heißt, sie geht von wo nach wo? Südlich von Oberstdorf, Eilhützbach heißt das, zum Reschensee, Resia. Also das ist dann Südtirol praktisch, ja? Ist das, oder nicht? Ja, Reschensee? Ja. Klingt ja irgendwie noch ziemlich deutsch. Ja. Ist Südtirol? Ist vermutlich Südtirol. Spielt auch keine Rolle, es ist auf jeden Fall schon Italien. Ja. Ja? Was man in dem Buch dann merkt, es sind die unterschiedlichsten ganz extremen Betätigungen. Zum Beispiel Kunstflug über Rio de Janeiro. Ach so, das steht aber überhaupt nicht in dem Buch. Das steht nicht in dem Buch? Nee, das habe ich dann so erfahren. Ja, das wird wahrscheinlich Vorgespräch gewesen sein. Ja. Gut möglich. Mega clever, 19. Mai, natürlich erinnere mich. Ja, das ist die Sendung bei Sat.1, für die hast du das gemacht? Nee, den Kunstflug. Kunstflug habe ich gemacht, ja genau. Ja. Darfst du es bei Sat.1 hier rauskommen, dass du Bücher schreibst? Doch. Doch, aber es gibt, das hat aber damit nichts zu tun. Nee, im Gegenteil, das ist ja quasi eigentlich nicht kompatibel. Ja. Dasein als Fernsehkomödiant und Sportler, das ist ja eine völlig andere Herangehensweise. Man wird in so Schubladen gesteckt, aber es wird Zeit, da Verkrustungen aufzubrechen. Ja, so ist das genau. Fall, ja. Also wie war das mit dem Kunstflug über Rio? Oh, spektakulär. Ich habe extra vorher nicht groß drüber nachgedacht. Die Redaktion fragte, hast du Lust, mal Kunstflug mitzumachen? Ich dachte, ja, selbstverständlich, ich mache alles mit. Und nachdem man dann in Rio de Janeiro startete, hat der Pilot gleich mal scharf eine Rechtskurve eingeschlagen, nach ungefähr 10 Sekunden in der Luft. Ich habe mich zunächst gewundert, dachte,
hier geht's ja früh zur Sache offenbar. Und dann hörte ich aber über Funk, wie er zu mir sagte, du Wiegald, hier sind überall Geier, könntest du auch ein bisschen aufpassen? Jetzt wäre es ja fast eben schon passiert und uns wäre einer reingeflogen. Und dann schaute ich so durch die Kanzel, oh, überall Vögel. Da sind sehr viele Geier in Rio, also ähnlich wie Ratten auch in anderen Städten, ja, oder Tauben, ja, sind da halt, ja, Geier. Ja, und ab da habe ich diesen Tag von Angst gepeinigt verbracht. Es war ein sehr anstrengender Tag, weil das auch doch auf den Magen, ja, nach einer Weile wird es dann sehr schwierig. Ist das gefilmt? Ja. Mit Tüte im Bild, ja. Echt? Ja. Ich reihe mich ein, glaube ich, mit dieser Sendung in die sehr kleine Anzahl deutscher Fernsehschaffender, die vor laufender Kamera schon ihre Übelkeit preisgegeben haben. Ja, das stimmt. Und hast Tüte getroffen? Ja. Ja, ja, natürlich. Ich kann mich doch benehmen bei fremden Leuten in der Kanzel. Also, und da habe ich aber gelesen, da war es irgendwie so mit speziellen Medikamenten. Voll gepumpt ist vielleicht zu viel gesagt. Nein, das da ja gerade nicht. Ich habe ja auch schon Parabelflüge gemacht, ja, für Clever. Da kriegt man vorher ein sehr interessantes Medikament, Scopolamin. Scopolamin. Scopolamin, ja. Ja. Das ist der synthetisch hergestellte Wirkstoff von Fliegenpilz und Stechapfel. Und der führt dazu, dass man keine Angst hat und das Ganze eben in völliger Entspanntheit genießt und sich auch keine Sorgen macht, dass man jetzt eventuell brechen müsste später. Und dadurch wird so eine Art self-fulfilling prophecy durchbrochen und es bleibt einem auch, es bleibt einem erspart im Normalfall, also mir zumindest. Genau das fehlte eben beim Kunstflug. Ah. Ja. Kann man das auch so nehmen, irgendwie, wenn man sieht, man so. Also, ich meine, ist das ein. Wird man da süchtig? Oder? Ist verboten. Verboten, ja. Das muss der Arzt verschreiben. Seit 55, glaube ich, ist verboten. Wirklich? Ja. Ja, und wie hast du es dann gekriegt? Es gibt eine Ausnahmeregelung. Nehme ich mal an, dass das gesetzlich geregelt ist, bin ich sehr sicher. Ja, 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 natürlich. Ja. Also, wirklich, das liest sich sehr, sehr gut, das ist sehr amüsant und das ist, man lernt dich von der völlig anderen Seite kennen. Man kennt dich ja nur so als diesen, nicht Spaß machen, aber den fröhlichen, heiteren, der uns auch Wissenswertes transportiert. Aber das ist nochmal der Extremsportler, der an die Grenzen geht und teilweise auch darüber hinaus. Bekenntnisse eines Nachtsportlers, Wiegald Boning. Danke, schöne jetzt Schuhe hast du an. Ja. Ja, oh, gefällt dir nicht? Ja, doch, doch, doch. Ich habe nur zufällig hingeguckt. Die haben mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich habe dich immer angeguckt. Gehört sich ja auch so. Ja, klar. Ja. Du kannst ja auch das Medikament noch mal nehmen. Ja, von der nächsten Sendung, wer weiß. Kriegt man ja nicht so leicht. Schöne Grüße an Hugo Egan-Balder, ja, den du jetzt gleich siehst. Das ist für die Zuschauer zu Hause rätselhaft, aber für uns beide. Was denn? Alltag. Ja, ja. Alltag. Nee, gleich genialer Nebenaufzeichnung. Ich setze mich gleich in das Auto mit dem laufenden Motor, ja, okay, das man jetzt wahrscheinlich nicht hört, weil es nicht vertont ist. Zahlen wir den Fahrer daraus oder macht nee, das Herr Schubert, ja.